Guten Morgen, Welt. Ich bin's wieder, euer Minchen. Und wenn ihr das hört, ist vielleicht bei euch gar nicht morgen. Aber ich sag das trotzdem mal so. Da kommt ein Hund hinter mir her. Und das ist nicht so gut, weil deswegen. Ja. Gut. Das war wohl nur mal eine Begrüßung. Meine Püppi ist ja auch neu im Dorf. Da muss man mal abchecken, was hier so geht, ne? Oh. Ja, das ist Bonnie. Falls ihr sie jetzt sehen konntet. Bonnie? Bonnie ist ein reinrassiges Chihuahua-Mädchen. Sie ist jetzt 13 Wochen alt oder so. Und ja, ist ein neues Familienmitglied, ne? Ich bin gerade an vielen Menschen vorbeigelaufen. Die standen da und haben sich unterhalten. Und meine kleine Maus hat sich nicht an denen vorbeigetraut. Und dann habe ich sie auf den Arm genommen. Und dann sagte einer der Herren, wir hätten ihn schon nicht kaputt getreten. Ist mir klar. Aber ihr leider nicht. Und bevor ich da 10 Stunden stehe und an der Leine zerre, nehme ich sie lieber auf den Arm kurz. Rein erziehungstechnisch auch nicht das Beste, was man machen kann, das weiß ich. Aber komm mit. Aber ich fand das gerade klug. Allerdings ist mir dabei aufgefallen, beziehungsweise eingefallen, dass ich irgendwann, und heute ist irgendwann, nochmal über ein ziemlich wichtiges Thema sprechen wollte. Ein für mich sehr wichtiges Thema. Ich habe heute keine Sonnenbrille auf, frag mich nicht warum. Es ist sehr un... Wie heißt das? Untypisch für mich. Und es war auch sehr unklug von mir. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Der Hund wickelt sich um meine Beine. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei denkt. Ich fange jetzt mal gar nicht erst an mit meine Haare sehen aus wie Scheiße und ich sehe aus wie Scheiße und weil ich bin gerade erst aus dem Bett gekommen und so. Den Teil lasse ich mal weg. Ich erzähle mal nur die wichtigen Dinge. Oh, Bonnie. Und die wichtigen Dinge sind gerade die Geschichte mit dem Hund. Und zwar ist es da so, dass ich mal kurz hier stehen bleiben muss, damit ich nicht überfahren werde. So, kommst du hier rüber oder wie sieht's aus? Das Thema, das ich heute mit euch besprechen möchte, hat einen englischen Titel oder einen amerikanischen Titel oder nennt es wie ihr wollt und heißt Animal Crushing. Für die Leute, denen das schon ein Begriff ist, ihr wisst, wovon ich spreche, ihr könnt, wenn ihr wollt, jetzt gerne abschalten. Auch ich würde mir ein solches Video nicht mehr angucken, da ich dieses Thema eigentlich leid bin, weil ich diese Perversion und Abartigkeit dieser Menschen einfach gar nicht verstehen kann. Für alle, für die dieser Begriff kein Begriff ist, also die keine Ahnung haben, wovon ich spreche, haltet die Kotztüten oder Taschentücher bereit, je nachdem, wie ihr so veranlagt seid. Komm mal rüber.
Animal Crushing bedeutet, ja, es ist eine Form von Fetisch und bezieht sich auf das, ja, das Crushen, also das Zertreten, Zertrampeln von Kleinsttieren. Vorzugsweise durch High Heels an Frauen dran. Also eine durchaus erotisch anzusehende Frau in High Heels tritt mit dem Stöckel oder auch mit dem vorderen Teil, wie auch immer, auf einen kleinen Hund, auf ein Kaninchen, auf ja, Kleinsttiere halt, also alle möglichen Kleintiere, Mäuse, keine Ahnung, Katzen, Hunde. Ja, also bei lebendigem Leib und so wird eine kleine Katze zertreten mit dem Stöckel eines Schuhs. Und Männer gucken sich solche Videos im Internet an und machen ihre Sachen dazu. Ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit diesem Thema, da ich ja auch tierschutzmäßig so ein bisschen zumindest aktiv war, bin. Je nachdem, wie es das Geld gerade zulässt und wo die Aktionen und Demonstrationen gerade verstreut sind, also in welchen Städten und so, ob ich da gut hinkomme, bin ich dann auch mal bei so einer Sache dabei. Und ich weiß, dass es bei weitem nicht ausreicht. Aber ja, wenigstens schaue ich nicht weg und das finde ich sehr wichtig. Dieses Animal Crushing ist eine unglaublich brutale und widerliche Weise, diese kleinen Tiere, diese kleinen Lebewesen umzubringen. Sich daran dann auch noch irgendwie sexuell aufzugeilen, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Werde ich auch nie können. Ich weiß nicht. Also es gibt ja immer wieder so einen neuen Trends in der Fetischrichtung. Ganz viele ganz merkwürdige Geschichten, die man alle irgendwie nicht verstehen kann. Aber sowas geht irgendwie einfach zu weit, weil es geht um Leben, die ja zerstört werden, also Wesen, die getötet werden. Das geht einfach nicht. Das geht überhaupt nicht. Das würde auch aus Spaß oder aus sonstigen Gründen nicht gehen. Und aus diesen sexuellen Gründen schon mal gar nicht. Also, ja. Wenn ihr das mal bei Google eingebt und einen starken Magen und ein starkes Herz habt, dann könnt ihr euch sowas ansehen. Damals gab es mal Handyvideos, die verschickt wurden. Ihr kennt sicherlich alle diese brutalen Compilations, wo den Männern in was weiß ich für einem Land die Pimmel abgehackt werden, weil sie eine Frau vergewaltigt haben oder sowas. Diese ganzen perversen Dinge, die in solchen Videos passieren und die man sich damals in der Schule einfach blöd hin und her geschickt hat, so auf den ersten videofähigen Handys und so. Ich kann mich noch sehr gut an so ein Video erinnern, das irgendwie 10 Minuten ging, wo die ganze Zeit solche Sachen passiert sind. Das war dann irgendwie gemischt mit so Heimwerkerunfällen. Also einfach so Videos, wo Menschen echt große Schmerzen hatten, egal ob nun verdient oder nicht. Und genauso leichtsinnig werden jetzt diese Animal Crushing Videos hin und her geschickt oder wurden sie eine Zeit. Und dann hatte man sowas einfach mal auf seinem Handy und hat sich gefragt, warum. Und
Ich kann auch nicht verstehen, was für Kinder oder Jugendliche daran so cool sein soll, sich sowas reinzuziehen, weil, keine Ahnung, damals war das, glaube ich, so, ja, wenn du schaffst, das anzugucken, ohne zu kotzen, dann bist du cool, so ungefähr. Geht einfach zu weit. Und das größte Problem, was es einfach gibt, was ja zum Beispiel auch in der Pädophilie sehr groß ist, je mehr Leute sich das halt angucken, aus welchem Grund auch immer, und je mehr Leute danach im Internet suchen, desto mehr wird sowas produziert und verbreitet. Und das ist einfach das Problem. Ich meine, ja, ich habe euch jetzt auch dazu geraten, sich das mal anzugucken. Was heißt dazu geraten? Ich habe es euch erlaubt. Nein, aber es gibt halt Dinge, die muss man auch einfach mal sehen, um sie erstmal begreifen zu können. Und ich finde einfach, dass es ein wichtiges Thema ist, da darf man nicht weggucken. Man sollte sich das natürlich auch nicht jeden Tag reinziehen. Aber, ja, ich weiß nichts mehr zu sagen. Ich weiß nur, dass das alles total krank ist und pervers. Und dass ich nicht genau weiß, wie man sowas verhindern soll. Aber ich weiß, dass sowas verhindert werden muss. Denn wir haben alle nur ein Leben. Diese Tiere haben auch alle nur ein Leben. Und Tiere sind eh schon so arme Wesen in dem Sinn, die nicht selber entscheiden können, was sie mit ihrem Leben anfangen, im Gegensatz zu uns. Und dann sollte man es ihnen doch so lang und schön wie möglich gestalten. Und sie nicht behandeln wie den letzten Dreck und sie für irgendwas benutzen. Ja, keine ganz neue Message. Aber ich wollte auch einfach mal meinen Senf dazu geben. Und ich weiß, dass viele noch nie was davon gehört haben. Und ich finde es einfach wichtig, dass viele das mitbekommen. Und es gibt auch auf Facebook so eine Seite, die ich auch geliked habe. Und es gibt sehr viele Organisationen im Internet. Wenn man einfach mal guckt unter stopanimalcrashing.org, das sind ja immer die Organizations, dann werdet ihr da fündig werden. Und ich hoffe, dass viele von euch auch diese ganzen Petitionen unterschreiben werden, die es jetzt gibt. Und ja, danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen.